Schriftliche Division ohne einmal eins Kenntnisse. Jetzt denkt man, geht nicht? Doch, geht doch. Ich zeig noch mal, wie das eigentlich war. So die schriftliche Division, ich weiß es ja von meinen Schülern auch. Es gibt da immer wieder Probleme, man muss sich das echt angewöhnen. Nehmen wir mal eine einfache Zahl, 6, 1, 2, 3 geteilt durch 3. Macht man ja so, dass man sagt 6, wie oft passt die 3 da rein? Die passt 2 mal rein, dann kommt die Proberechnung sozusagen, 2 mal 3 ist 6. Man schreibt es drunter, zieht es ab, bleibt nichts übrig, okay. Man zieht sich die 1 herunter und sagt, geht die 3 in die 1 mal rein? Nein, die geht kein Mal rein, deswegen 0, 0 wie nichts und kein. Nimmt sich dann gleich die nächste Zahl, sagt, okay, jetzt heißt die neue Zahl 12, die 0 hier vorne kann ich mir schenken. 12 geteilt durch 3, oder wie oft passt die 3 in die 12? Das geht 4 mal, 4 mal 3 ist 12, Gegenrechnung. Man zieht ab, es bleibt nichts übrig, jetzt kommt die letzte 3. Leute, macht Pfeile nebenbei gesagt, ne? Ist keine Schande, sich da mal einen Pfeil zu machen, wenn man keine Kästchen hat. Meistens hat man welche, aber dann ist es nützlich. So, und 3 durch 3 ist 1, okay, 1 mal 3 ist 3, fertig, abgezogen, bleibt nichts übrig. Jetzt bin ich fertig, okay, das ist das Ergebnis. Ist ja schön und gut. Aber was passiert da? Und das werden wir uns dann gleich zunutze machen, ohne das einmal eins zu kennen. Man muss allerdings Plus und Minus rechnen können. Schnell mal zu den einzelnen Begriffen. Ich sag mal schnell, das Teilen. Das Teilen heißt ja eigentlich dividieren. Heißt ja eigentlich übersetzt teilen. Das kommt aus dem Lateinischen. Trennen, also teilen. Deswegen ist das Wort teilen mal gar nicht so falsch. Wenn ich eine Zahl teile, dann ist das das Gegenteil von, jetzt sage ich mal ganz frech, vervielfachen oder mal nehmen. Ich sag mal nehmen dazu. Also mal nehmen, das ist so ein volksläufiger Begriff. Mal nehmen, weil ich etwas mehrere Male mache, aber das zeige ich erst. Dann komme ich zu dem Begriff, den ich als Fachbegriff hier oben drauf schreibe. Wenn ich sage, 4 plus 4 plus 4, also jedes Mal die gleiche Zahl, dann sage ich 4 plus 4 ist 8 plus 4 ist 12. Okay. Jetzt kann ich aber auch sagen, Moment, wie oft tritt die 4 auf? 1, 2, 3 mal. 3 mal 4, also das heißt, das ist die Abkürzung dessen, ist 12. Das lernt man am besten auswendig. Das geht am allerbesten. Machen wir mal das Gegenteil beim Teilen. Achso, ich wollte noch zu dem Fachbegriff kommen. Der heißt eigentlich multiplizieren. Ne? Multiplizieren. Multiplizieren. Multi heißt viel, also Multus. Und plicare falten eigentlich. Wie oft kann ich etwas falten? So kann man sich das auch vorstellen. Also das ist vervielfachen, würde ich das frei übersetzen. Oh. Gottes Willen. Nicht verfallen, sondern vervielfachen. Ich kürze das mal ab. Gut, das zu dem Fachbegriff. Jetzt machen wir mal das Gegenteil vom Mal nehmen, nämlich das Teilen. Teilen, abteilen, trennen. Das heißt also auch, dividieren heißt eigentlich auch trennen. Und jetzt werden wir mal etwas von 12 abtrennen. Und zwar 12 minus, wir hatten hier die 4 genommen, ich nehme das jetzt mal 4, mit der 4, minus 4, okay, ergibt 8. 8 minus 4, gut, ergibt 4. Und 4 minus 4 ergibt nichts mehr, 0. Und jetzt gucke ich mir das mal an und sage, ich mache es mal in lila heute, ich habe 1, 2, 3 mal die 4 abziehen können, bis nichts mehr übrig ist. Klar, 12 minus 4, minus 4, minus 4. Also kann ich auch sagen, ich habe 12 durch 4 geteilt. Und das ist, jetzt zähle ich ab, 1, 2, 3 Mal hat das geklappt. Das ist diese 3. Gut. Okay, ganz nebenbei, wenn ich sage abziehen, dann sagt man subtrahieren dazu. Abziehen ist subtrahieren. Also es kommt auch wieder sub, ist so wie unter oder unten drunter. Und trahere heißt ziehen. Also abziehen, subtrahieren. Ziehen, abziehen, wegziehen, unten drunter wegziehen. Das hier ist die Addition. Die Addition heißt addieren. Und das heißt nichts weiter ad, also Adjektiv, das ist etwas dazugefügtes. Ad heißt dazu. Und dieses dare,
addieren. Alles Latein heißt geben, also dazugeben, immer wieder dazugeben, zur 4 nochmal etwas dazugeben und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt hier schon eine 0 dargestellt habe, hier, diese 0, hätte ich eigentlich sagen müssen 0 plus, aber das würde die ganze Sache bloß ein bisschen unübersichtlicher machen. Ich lasse es mal in der Farbe stehen. Gut, wie kann man sich jetzt aber, und jetzt sind wir hier, bei diesem Thema, wie kann man sich das zunutze machen, auch mal mit großen Zahlen umzugehen und zu sagen, ich nehme mal 6123 und ziehe jetzt mal so lange ab, bis nichts mehr übrig ist. Und das ist die Technik, obwohl das ist umständlich. Wenn man es nicht auswendig lernt, ist es ungünstig. Also trotzdem, es wird gehen. Ich zeige es mal. Ich nehme die gleiche Zahl. 6123 hatte ich, ne? Ja. So. Und jetzt möchte ich durch 3 teilen. Ich schreibe die Aufgabe hin und so, nun, ich mache das mal. Von der 6, ich fange hier vorne an. Von der 6 kann ich die 3 abziehen. Das geht einmal. Jetzt schreibe ich diese 3 hier drunter, die ich abziehe. Und was bleibt übrig? 3. Achtung, jetzt wird es ein bisschen spannend. Das muss ich erstmal untereinander schreiben. Wie oft kann ich von der 3 die 3 nochmal abziehen? Nochmal. Einmal die 3, die ziehe ich jetzt ab hier. Bleibt nichts mehr übrig. Jetzt hole ich mir meine 1 herunter, weil ich ja mit der 6 hier fertig war. Jetzt kommt wieder die Frage, wie oft kann ich von der 1 die 3 abziehen? Gar nicht. Schreibe ich gar nicht hin. Gar nicht ist mathematisch gesehen 0. Und weil ich jetzt aber nicht weiterkomme, sage ich, okay, dann borge ich mir noch die 2 dazu und fange jetzt also, ich schreibe es mal ein bisschen ausführlicher hin, wie oft kann ich von der 12 die 3 abziehen? So, einmal. Da ich jetzt eine neue Spalte habe, schreibe ich das einmal hier hin. Einmal 3 ist 3, ich ziehe ab. Von der 12 also, die 3 abgezogen sind 9. Wie oft kann ich von der 9 die 3 abziehen? Na, nochmal, das schreibe ich aber darunter, weil, werde ich dir gleich zeigen, ich die alle zusammenzählen muss hinterher. Gut, also einmal hatte ich gesagt, einmal, ich ziehe ab, bleibt 6 übrig. Wie oft kann ich abziehen? So, weiß ich nicht, 2-mal könnte ich hinschreiben. Nee, ich glaube es nicht, ich ziehe mal lieber nur einmal ab. Also ich tue mal so, als wenn ich wirklich keine Ahnung hätte. Einmal 3 ist 3, ich ziehe das jetzt ab, es bleiben 3 übrig. Und von der 3 kann ich noch einmal die 3 abziehen. Bleibt nichts übrig. Jetzt hole ich mir die letzte 3 dazu und sage, okay, von der 3, wie oft kann ich die 3, 0, 3 ist das gleiche wie 3, wie oft kann ich die 3 abziehen? Einmal. Achtung, ich habe eine neue Spalte angefangen. Einmal. Gut, minus 3, machen wir das, was wir einmal machen. Hier, ich ziehe ja immer bloß einmal diese 3 ab. Bleibt nichts mehr übrig. Jetzt ist Ende. Jetzt ist Schluss. Ich schreibe das jetzt mal ganz bewusst hin. Ende. Aber nicht ganz. Also ich muss noch was tun. Und zwar, ich hatte gesagt, ich muss hier einen Strich drunter machen und diese, man sagt manchmal auch Kolumnen oder zu den Spalten sagt man auch Kolonnen oder Kolumnen, die muss ich noch zusammenzählen. 1 und noch 1 kann ich abzählen. 1, noch 1 und 2. Nix muss ich als nix hinschreiben. Also schön dazu schreiben. 1, 2, 3, 4. Ich habe bloß gezählt. 1. Das ist das Ergebnis. So geht das. Guckt mal hier, 2041, ne, haben wir oben auch rausgekriegt. Es wird, glaube ich, klar, bevor ich hier einen riesigen Aufwand betreibe und kein 1x1 kann und deswegen diesen Aufwand betreibe, sage ich, okay, nee, ich lerne lieber das 1x1 auswendig, dann kann ich das nämlich viel besser. So, ja, jetzt könnte ich die ganze Sache noch für was anderes ausprobieren. Sagen wir mal, ich kann das 1x1 einigermaßen sicher. Was machen wir dann? Und ich möchte trotzdem mal eine große Zahl irgendwie verarbeiten. Ich nehme mal ein einfaches Beispiel. Ich habe mir was überlegt, 16.422, damit ich nicht immer wieder die gleiche Zahl nehme und damit es nicht zu leicht wirkt. Und ich sage, okay, 16 durch 3, ich weiß es nicht, ich probiere es mal mit 3. 3 mal 3 ist 9. Ich ziehe mal 9 ab. Also, ich nehme 3 mal 3, ich ziehe 9 ab. Zack, Strich drunter. 16 minus 9 ist 7. Von der 7, ja, da könnte ich eigentlich, da passt die doch 2 mal rein, denn 2 mal 3 ist 6. Okay, weil ich ja mit dem Thema hier vorne, mit diesen beiden Zahlen, mit der 16, noch nicht fertig bin, weil ja noch 7 übrig ist, weil ja immer noch eine 3 reinpasst.
sage ich, okay, 2 mal 3 ist 6, ich schreibe das immer noch mit. Hier drunter, ziehe ab, bleibt 1 übrig. Achtung, ich bin jetzt an der Stelle. Ich habe mir keine Zahl heruntergezogen. Achtung, nochmal gucken. Hier hatte ich mir eine 1 heruntergezogen und habe gesagt, da passt es nicht rein, deswegen habe ich eine 0 hingeschrieben. Hier bleibe ich noch bei der Zahl, noch hier bei der 16, bin damit fertig. Ich schreibe jetzt keine 0 hin, denn ich ziehe mir die 4 herunter. Ne? Immer noch ein Runterziehen, fragen, wie oft passt das. So, und jetzt sage ich, och, warte mal. Ich glaube, 4 mal 3 ist 12, das kann ich. Mach also hier weiter. Keine 0 hinschreiben, sondern hier schreibe ich weiter jetzt und sage, 4 mal 3 ist 12. Und ziehe probeweise ab und gucke, ob was übrig bleibt. Nee, bleibt 2 übrig. Na gut, ich bin damit durch. Ich hole mir die nächste 2 dazu und sage, oh, warte mal. 6 mal 3. Das kann ich. 6 mal 3 ist 18. Ich mache das mal. 6 mal 3 ist 18. Ich habe keine Ahnung so richtig vom 1x1. Noch nicht viel Ahnung. Und ich ziehe hier mal ab. Da bleiben 4 übrig. Jetzt noch nicht die 2 herunterziehen, sondern erstmal prüfen. Ach, hier passt ja in die 4, passt ja die 3 noch einmal rein. Also schreibe ich es hier drunter. 1 mal 3 ist 3. Ich ziehe ab. Jetzt bleibt bloß noch 1 übrig. Jetzt geht es nicht weiter. Jetzt kommt diese 2 hier, die letzte. Und jetzt sage ich, ah ja, doch, das wusste ich. Ne? Das wusste ich ja an der Stelle schon. 4 mal 3 ist 12, also schreibe ich eine 4 hier hin. 4 mal 3 ist 12, ziehe ab. Bleibt nichts mehr übrig? Nein. Wenn jetzt hier keine Zahl mehr herunterzuziehen ist, an der Stelle ist Schluss, hier ist wieder Ende. Nicht jetzt einfach sagen, ach ja, und in diese 0 hier, da passt ja nichts mehr rein. Schreibe ich hier eine 0 dahinter. Nee. Warum? Nochmal. Ich bin ja erst mit den Zahlen hier im Gange. Und wenn ich jetzt hier fertig bin und sich nichts mehr herunterziehen lässt an Zahlen, dann ist Ende. Aber Achtung, das ist wieder nicht das ganze Ende. Ich muss ja noch den Kram dazu zählen. 3 plus 2 ist 5. 4 plus nichts. 4 plus 0 ist 4. Und 6 plus 1 ist 7. Und das ist das Ergebnis. Übrigens, tja, jetzt frage ich mich, wie kann ich denn glauben, dass das stimmt? Na, indem ich eine Probe mache. Ich sage einfach, warte mal, diese Zahl hier, diese 5474, die nehme ich jetzt mal 3. Na, ich mache die Umkehrung. 5474 mal 3 müsste ja dann 16.422 ergeben. Mach eine Probe und sage, okay, 3 mal 4 ist 12. Kleine 1 hinschreiben, nicht hier oben reinschreiben, weil man dann später bei größeren Zahlen nicht mehr weiß, was man dazu zählen soll. 3 mal 4 ist 12. Jetzt kann ich eine Pause machen, kann weggucken, denn ich habe mir die 1 gemerkt. 3 mal 7 ist 21 und 1 dazu sind 22. Einfach drüber schmieren. 22, wir wollten uns ja was merken. 3 mal 4 ist 12 und 2 ist 14. Und 3 mal 5 ist 15 und 1 ist 16. Kontrolle. 16.422, jawohl, richtig. Liebe Leute, ich werde noch Folgendes machen. Ich werde mal hier dazu verlinken, die Methode auch für größere Divisoren, also für größere Teiler. Methode für größere Divisoren. Ach, am Rand schreibt der Stift immer so komisch. Also, Beispiel sähe dann so aus. Meinetwegen 1, 2, 3, 4, 5, 6 durch 7, 8, 9. Das ist ein größerer Divisor, der hat mehr Stellen, 789. Der hatte ja hier bloß eine Stelle, 3. So, und das werde ich hier verlinken, dann könnt ihr euch das mal angucken, das haben wir nämlich gemacht. Mathe ist eigentlich nur hinschreiben. Und eigentlich, wenn ich das 1x1 nicht richtig kann, ne, kann ich mir so eine Hilfe schaffen, kann ich mich so behelfen. Und wenn ich es überhaupt nicht könnte, selbst dann könnte ich eine Aufgabe lösen. Aber Leute, wenn ich euch was empfehlen kann, ich kann nur sagen, oh, lernt das 1x1. Also gut, ich glaube, ich werde dann hier unten kommt dann diese Methode hin. Könnt ihr mal draufklicken, mal ausprobieren. Das Thema hatte mir keine Ruhe gelassen. Heute ist Samstag und irgendwie hatte ich heute Nacht davon geträumt. Ich hatte mal eine 5. Klasse, mit denen haben wir diese Methode entwickelt. Es war nötig und die haben sich dann hinterher gefreut. Gut, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, falls ihr das heute noch anschaut. Tschüss.